So, und da sind wir wieder bei Don't Starve. Im Dunkeln. Und ich mach mal das Essen. Denn so wie es aussieht, bleiben wir hier noch ein bisschen. Gut, ich kann auch die Nacht überspringen. Das geht mir etwas schneller. Und hier ist ein Teich in der Nähe, ich hau hier lieber ab. Das ist wirklich nicht gut, in der Nähe von einem Teich zu wohnen. So. Hier wäre noch Platz. Und hier unten wäre noch Platz. Gucken wir mal. Ich meine, irgendwas muss ich ja finden. Ja, auf jeden Fall finde ich hier auch was. Nur leider will ich das nicht. Ah, hier ist noch Wasser. Mehr nicht. Als Maul. Auf jeden Fall geht's hier noch weiter. Ich werde wahrscheinlich hiermit wieder zusammenkommen. Und hier ist der Adventure Mode. Wie gesagt, falls wir diesen Adventure Mode, also ich habe es ja bisher noch nicht wirklich geschafft, den Adventure Mode zu meistern. Den kann man ja noch mal probieren. Ich weiß nicht, ob man da noch mal Bock drauf hat. Auf jeden Fall, es gibt einen Mod, dass man auch die Charaktere aus dem Adventure Mode, die man da bekommen kann, auch so bekommen kann. Also falls das nichts wird, greifen wir auf den Mod zurück. Nur damit das LP länger dauert. Und nicht so leicht endet. Ich will es auf jeden Fall noch auf 100 bringen. Auf jeden Fall. Für die Folge 100 habe ich mir sogar was einfallen lassen. Ja, das verrate ich aber noch nicht, ne? Das kommt alles noch. Da kann sich irgendwer nehmen. Oder besser noch. Gib ihm das. Die freuen sich ja immer darüber. Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch mehr als nur das. Das hätte ich jetzt die Katze vielleicht sein lassen sollen, aber gut, ist ihre Entscheidung. Ich wollte mich gerade dazu entscheiden, sein Haus abzufackeln. Und dann hat er meinen Denkprozess gestört. Da habe ich es mir doch anders überlegt. Oh, und führt das? Alter. Und da ist noch ein Teil, das wir brauchen. Brauchen wir, glaube ich, 4 oder 5 Stück. Rotenfing fehlt mir noch.
Hier Ringfing, Woodenfing fehlt noch. Das ist aber auch das Einzige, was noch fehlt. Denke ich mal. Wo habe ich die anderen beiden Sachen eigentlich verstaut? Das muss ich auch noch wissen, bevor ich hier. Also wenn ich das hier alles habe, dann nützt mir das ja nichts. Warum kann ich den nochmal aktivieren? Habe ich doch bereits aktiviert. So, hier kann man auf jeden Fall noch weiter. Was es hier so Tolles zu entdecken gibt, das gucke ich mir jetzt gerade mal an. Ich sehe hier auf jeden Fall noch nichts Lohnenswertes. Ja, jetzt ist dem der Scheiß egal plötzlich. Ich esse was. So, und am besten holen wir uns nochmal Nachschub. Auf der hinzukotzen. Ich habe hier bald schon die ganze Welt erkundet, ey. Und es fehlt nur noch ein einziger Bestandteil, um in die nächste Welt vorzurücken. Hier ist noch so ein richtig riesiger Platz frei, den muss ich noch auskundschaften. Aber hier denke ich, da ist so richtig viel. Und hier generell, da habe ich gar nicht geguckt. Rechts. Weiter rechts in der Richtung. Ja, solche Reisefolgen sind natürlich auch mal ganz spannend, weil man ist nicht die ganze Zeit an der am gleichen Standort, findet viel. Kämpft gegen vieles. Und man ist auch ständig auf der Flucht. Gut, das ist nicht so toll, aber es bringt Spannung rein. Und solche epischen Kämpfe sieht man. An denen man dann einfach vorbeiläuft und sich so denkt, ja, Glück, dass ich das nicht bin. Wie zum Beispiel hier. Glück, dass ich halt nicht bin. Wer weiß, vielleicht finde ich nochmal einen Sumpf. Aber. Ja, genau. Ich werde schon irgendwelche erkannt. Oh. Zwei verschiedene
Schweinearten kämpfen gegeneinander. Oh, hier oben, so ein Lager. Aber so was von, ey. Ja, ein Schwein überlebt haben jetzt. Ja. Hier oben kann man eigentlich von wenig Seiten angegriffen werden. Das ist eigentlich ganz gut. Mal sehen, ob mich heute wieder die Hunde angreifen werden. So, meine ganzen Sachen werden irgendwie nicht schlecht. Wie auch immer das möglich ist. Und hier scheint auch kein Schwein mehr zu leben. Das sieht man hier, glaube ich, auch an den Picktorch-Sachen da. Wenn ein Schwein stirbt, wird eine weggemacht, glaube ich. Weil eben waren hier ein paar und dann ging plötzlich einer aus. Deswegen liegt die Vermutung danach. Das geht ja auch nicht mehr. So, Bataillon. Greifen wir sie alle an. Ja, da komme ich wieder in alte Gefilde. Hier müsste ich die anderen beiden Sachen haben. Hier müssten die rumliegen. Ja.
Boxen, Röntgen. Dann fehlen, glaube ich, zwei. Ja, Leute. Wir machen hier erstmal Lagerfeuerzeit. Willst du auch mitmachen? Der hat mich nicht erwischt. Und außerdem hat er relativ wenig Schaden gemacht. Das ist meine Armee. Schaut sie euch gut an. Davon werden nicht mehr lange welche überleben. Und generell, viele werden ewig lange leben. So wie ich kämpfe. So, wir müssen nach links. Haben wir noch so einen Platz? Down. Anders. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das überlebt, ist eigentlich gering. That's so overpowered. Aber endlich mal kann man das vielleicht auch wirklich gut einsetzen. Okay, bisher ist, glaube ich, noch keine Spinne gefallen. Auch wenn da gerade ein Spinnennetz lag. Und es jetzt irgendwie doch weniger sind als eben. Jetzt drehen die sich wieder um. Wird er gleich wieder angesprungen. Kann eigentlich keiner überleben. Wo ist denn hier noch was? Hier würde ich vermuten. Ansonsten ist da eigentlich nicht mehr viel Platz, wo man hin kann. Gut, hier, aber ich denke, da ist Wasser. Ich kann mal gucken, aber ich denke, da ist eh Wasser. Auf jeden Fall. Finde ich hier schon relativ viele Orte, relativ wichtige Sachen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall viele neue Leute hinzufügen. So, Armee, wir gehen weiter. Na, das sind doch mal überhaupt nicht wenige.
Wort lasse ich nicht zu. Kannst du vergessen. Okay, hier geht's weiter. Und ich höre gerade, wie meine Leute alle wegmetzeln. So, aber ich würde erstmal sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!